Willkommen auf dem Kanal zu dem neuen Best-of. Mama Lonne hier, yeah, dein Stress wird gestoppt. Yeah. Holt euch Popcorn und genießt die Show. Ich will nicht verreden, also einfach let's go! Wenn ein Räuber bei einem Gamer einbricht. Mann! Jungs, konzentriert euch, es ist 3 Uhr! Ich werde nicht schlafen gehen, bevor wir einen Sieg holen. Aus dem Spiel gekickt. Prüfen Sie Ihre Internetverbindung. Keine Bewegung. Das ist ein Raubüberfall. Wo ist euer ganzes Geld? Bist du dafür verantwortlich, wieso ich kein WLAN habe? Digga, bist du lebensmüde? Das ist ein Überfall! Wegen dir habe ich das Spiel verloren. Und? Lyōiki Tenkai. Jihei Gendonkai. Wo ist er? Jeder, der Geschwister hat, kennt das. Mama, ich war das nicht und Burak, hör auf damit! Was? Was ist? Er macht hinter deinem Rücken Sachen, schau jetzt, schau schnell! Oh. Zeynep! Hör auf damit, er macht gar nichts! Doch, er macht's hinter deinem Rücken, bitte dreh dich jetzt um, jetzt! Oh, zu spät! Zeynep! Mama, jetzt, mach schon wieder! Oh, Burak, ich habe überall Augen. Ich habe alle Bewegungen gesehen. Oh. Ja. Lehrer am Anfang des Jahres versus am Ende. Willkommen, liebe Schüler. Setzt euch. Setzt euch. Was? Larissa, du hast keinen Stuhl? Hier, nimm meinen. Nimm meinen. Ich bin euer neuer Bio-Lehrer, Herr Trommelgrätsche. In diesem Fach werden euch nicht allzu viele Hausaufgaben erwarten. Aber hey, geht es nicht im Direktorpetzen, ja? Ja. Die ersten 4 Wochen werden wir nur Spiele spielen, damit wir uns besser kennenlernen. Und Larissa, du schaust heute ziemlich gut aus. Kevin, ich mag deine Haare. Alle aufstehen! Und jetzt im Chor! Guten Morgen, Herr Trommelgrätsche! Hinsetzen! Larissa, wieso stehst du noch? Sorry, Digga, ich hab keinen Stuhl. Warte mal. Braucht noch irgendeinen Stuhl? Kevin, was haben wir letzte Stunde gemacht? Wir haben zu langsam. Ahmed, was haben wir letzte Stunde gemacht? Da war ich krank, ich war zu Hause und nicht Schule. Hast du also den Stoff nicht nachgeholt, den du versäumt hast? Oh, sollte ich? Nee, du solltest nicht. In der Land zurückschwimmen. Das solltest du. Kevin, du atmest zu laut, geh nach Hause. Was, ich? Gibt es noch einen anderen Pechvogel, dessen Eltern ihn Kevin genannt haben? Nee, nur du, geh. Arten von Leuten im Bus. 3 Arten von Leuten im Bus. Ah. Bruder, alle Plätze sind frei und er kommt genau zu mir? Das war's mit meinem Leben, er hat was vor mit mir. Du Hundesohn, für was gibt's Taschentücher? Lanzene, wer ist Hakan? Hakan, das ist mein Cousin. Du darfst nicht in seine Nähe sein, du bist meine Frau. Aber er ist 6 Jahre alt. Mir egal, wie alt ist. Hey, junger Mann, könntest du ein wenig leiser reden hier? Was ist denn? Willst du das? Komm, meine Beziehung. Was ist denn das für ein komischer? 5 Phasen, wenn man im Sommer schläft. Boah, es ist schon heiß, aber so schlimm wird es sicher nicht. Okay, heiliger Schimpanse, wieso kann ich nicht einschlafen? Ich bin doch müde! Oh mein Gott, mein Polster ist so warm. Ich dreh ihn mal um. Schon viel besser, ja. Oh, diese Mücke! Oh, endlich! Ja! Oh, mir ist so heiß. Ich schlafe einfach ohne Decke. Ich brauch dich gar nicht. Geh weg, du. Ah, viel besser. Bist du dir sicher? Okay, ich bleib doch lieber bei der Decke. Ah. Mama! Nö, in dieser Position kann ich einfach nicht schlafen. Nee. So auch nicht. Nee. Oh, ja, das ist angenehm. Du schläfst ohne Decke? Lehrer ruft an. Deutsche versus Ausländer. Er hat Flasche geworfen und ein Mädchen auf Kopf getrifft. Warte, was hat er gesagt? Er hat danach Sü geschrien wie Ronaldo? Okay. Die Mülltonne hat er umgekippt. Nee. Das ist nicht mein Kevin, nee. In unserem Haushalt distanzieren wir uns vor solch diabolischen Machenschaften. Herr Müller, keine Sorge. Ich werde mit ihm ganz nett reden, okay? Und ganz lieb. Nur mit Wörtern werde ich mit ihm reden. Ich verspreche es Ihnen, der Kevin wird die gewaltige Strafe dafür spüren.
Hausarrest. Mehr sage ich nicht. Danke schon für Gespräch, Herr Müller. Ja, okay. Hadi. Tschüss. Zwei Optionen. Entweder ich schmeiß deine scheiße Playstation aus Fenster. Oder ich schmeiße dich aus Fenster. Du kannst entscheiden hier und jetzt. Wo ist die R3-Taste? Drücke X. Okay. Nice. Drücke Viereck. Na gut, was passiert jetzt? Ja. Na gut, was jetzt? Drücke R3. Was? R3? Meinen Sie R2? Oder vielleicht R2 und R1 gleichzeitig gedrückt, weil R2 plus R1 ist gleich R3. Ja, das muss es sein. Geht nicht. Was soll ich sonst drücken? R3, du Idiot. Drück R3. Was ist R3? Drück einfach R3. Ich weiß nicht, was es ist. Wieso kaufst du denn den Tool, wenn du nicht weißt, was R3 ist? Ich hab das Spiel geschenkt bekommen. Was soll ich machen? Danke! Das gleiche musste ich auch durchmachen. Wenn dein Vater keinen Elektriker holt. Papa, und du bist dir ganz sicher, dass du das schaffst? Ich bin von Türkei nach Deutschland geschwimmt. Nackt! Wenn ich etwas will, ich will! Und wenn ich diese Scheiße reparieren will, ich werde reparieren will! Ja, nee, ich bin mir da nicht so sicher. Glaubst du, ich hol Elektriker, dass er diese Kleine macht? Weißt du, wie viel kosten? Nein, wie viel? Ich weiß auch nicht. Aber sicher viel. 100% viel. Mein Sohn, ich schaffe das, keine Sorgen. Ich habe diese in Heimat 1 Million Milliarde Mal gemacht. Schau, du kannst auch lernen. Siehst du diese gelbe Kabel? Du musst diese einfach nur... Ja! Ich hol die Rettung. Lehrer in den Pausen. Der random Lehrer in der Pause. Ey, stopp, was soll der ganze Lärm hier? Welche Klasse seid ihr überhaupt? Wir sind das Klasse 4C. Klasse 4C, war mir schon bewusst. Könnt ihr etwas leise sein? Nein, wir haben jetzt Pause, Pech. Ja, Walla Billa, wir müssen genießen Pause. Alles hat seine Grenzen, auch ihr müsst. Ey, Walla Jacqueline, gib mir mein Popcorn aus Mikrowelle. Ihr habt eine Mikrowelle? Laut dem Brandschutzgesetz ist es verboten. Laut das 4C-Gesetz sind auch komische Lehrer verboten. Gehen Sie. Ah, du kleiner Frechdachs, ich werde dich beim Rektor melden. Wie heißt du? Meinen Sie mich? Ja, du mit den schwarzen Haaren und der ausländischen Herkunft. Mein Name ist Simon Unge. Simon Unge also. Passt, ich gehe dich melden. So ein Idiot, mein Name ist eigentlich Mehmet Kebabovic Cibaoui. Das habe ich gehört, Mehmet. Jetzt habe ich dich. Wenn man krank ist und lacht. Ich habe gedacht, du bist krank, du Scheißkopf. Bin ich auch. Mein Arsch, du bist krank. Mein Arsch, du bist krank. Dein Arsch, was? Das ergibt nicht einmal Sinn, was du sagst. Du in der Früh, Baba, oh, Schmerzen, oh. Und jetzt? Gesund, Danke Gott. Danke Gott, du hast meinen Sohn in 2 Minuten so schnell gesund gemacht. Kannst du ihm auch vielleicht ein bisschen Gehirn in seinen Kopf geben vielleicht, wenn du willst? Ich hab Fieber, ich bin krank, was checkst du nicht? Krank, ja krank, krank in deinen Kopf, krank, krank. Nur weil ich lache, heißt es nicht, dass ich gesund bin. Soll ich die ganze Zeit weinen oder was? Okay, mir egal, du Scheißkopf, geh Toilette putzen, jetzt. Was? Du bist gesund, geh putzen. Ich will sehen, wie du lachst neben Kacke. Lach neben Kacke dort. Nächstes Mal geh ich einfach krank in die Schule. So Leute, das war's wieder mit der Best-of-Folge. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video natürlich einen Daumen hoch und...